Weiter geht es mit der BVB-Karriere und diesmal steht ein Pokalspiel an und wir sind da zu Gast bei RB Leipzig. Ja, Messi ist leider verletzt. Das ist sehr bitter. Ah ja, umsonst gekauft, macht nichts. Deshalb würde ich sagen, wir nehmen da mit. Kagawa, wir haben sehr viele Spieler. Die müssen wir dann alle im Sommer loswerden. Leroy Sané könnte ein guter Ersatz sein. Und vielleicht fahren wir mit Dybala, Sané und Ibrakadabra einen guten Sieg ein. Ich sag jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen und spannende Unterhaltung. Und wenn euch das ganze Video wieder gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und schreibt in den Kommentaren, wie er alles im Sommer eventuell kommen sollte. Messi ist ja natürlich sehr gut. Den könnte man noch ein, zwei Saisonen mitnehmen. Ibrakadabra wird wahrscheinlich seine Saison beenden. Oh, schade. Dybala wäre ein guter Entwicklungsstatus. Diese Freistöße mit Dybala gehen überhaupt nicht. Das ist schade. Sanderson Park. Und wir sind hier bei Red Bull Leipzig. Die müssen allesamt geschlagen werden. Ballbesitz und Pressing. Starten wir gleich mal rein in eine erfolgreiche Pokalpartie. Selbst Red Bull Leipzig will hier wahrscheinlich durchstarten. Oh. Und falls jemand Lust hat, gegen mich ein Freundschaftsspiel oder so zu spielen, soll das auch in die Kommentare schreiben. Ich schicke euch dann einfach meine Kontaktdaten für die PlayStation 4. Die Baller mit der ersten Möglichkeit, aber das Gulasch ist super dran gewesen. Der war gar nichts, der Eckball. So, da holen wir uns einen zu uns. Stellen den Spiel auf den kurzen Pfosten, okay. Ja, das war auch nix. Schade. Das probieren wir jetzt kurz, dann ist eine Ruhe. Da ist ein, zwei Spieler, ja, die stehen hinten drin, weil sie sich in die Hose machen. Ja, was sonst? So. Oh, da hätte er ruhig auf den Ball zugehen können. Jetzt probieren wir ein Kombinationsspiel. Ach, komm schon, die stehen... Ja, was ist denn mit dir, Schiedsrichter? Die stehen so hinten dicht, kriegen die Freistöße zugesprochen. Der kann wieder keinen Freistoß schnell ausführen. Schade eigentlich. 10 Minuten sind gespielt. Ah, jetzt versuchen wir mal schnelles Umschaltspiel. Da ist Leroy Sané. Super gemacht. Da geht Schürrle rein. Schürrle muss den Ball eigentlich machen, aber was ist das gewesen? Wir wollten gar nicht die Baller anspielen, sondern Sané. Schürrle, was macht er? Sieht hier Ibrakadabra mit der schönen Flanke. Ah, schade. Die Ballerköpfe hier daneben ist natürlich kein Kopfballspieler. Wir starten mit einem höheren Druck und fahren die BVB-Dampfmaschine aus. Falls es funktioniert. So. Papadopoulos auf Forsberg. Achtung. Red Bull Leipzig im Vorwärtsmarsch. Kaiser. Dominik Kaiser. Der spielt sich hier. Achtung. Und die treffen ernsthaft mit dem ersten Schuss. Wahnsinn. Da ist unser Torhüter einfach mal geschlagen. Schauen wir uns noch einmal die Wiederholung an. Ja, das ist natürlich bitter. Und wer war der Treffer? Selke. So, Ibra, die stehen sich hier gegenseitig im Weg. Können natürlich Ibrahimovic ganz locker den Ball abnehmen. Pff, gibt's doch gar nicht. Nein, das gibt's nicht. Nicht mal das kann man reinspielen. Schade. Bischek. Was ist denn hier los?
Ja, jetzt müssen die Kombinationen ausgepackt werden. Seht euch das an, wie die hinten drin stehen, dicht. Komm, farm mich. Wie schaut's damit aus? Farmst du mich? So, ich kann keinen Pass abgeben, doch. Jetzt mal. Das ist Wahnsinn. Ah, ja, das ist bitter. So. Auch das ist bitter. Schade. Ja, wir kommen einfach nicht zur Torchance. Schöner Eckball wieder. Komm. Ibrakadabra macht das möglich. Ibra. Das war natürlich locker leicht zum Ball abnehmen. Und die stellen sich weiter hinten rein. Was ich sehr feige finde, aber natürlich für schwächere Mannschaften sehr nützlich. Da bin ich schon fast vorbei und dann will ich schießen und dann ist er wieder da. Keine Ahnung, was da los ist. So, ein weiter Einwurf. Und anscheinend dürfte Red Bull Leipzig ziemlich stark sein. Wir machen hier keine Meter. Timo Werner, Achtung. Ja, Hinterrücker. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und zwar mehr auf Ballbesitz spielen. Zack. Das gibt's nicht. Na, was ist los? Nimm den Ball ab. Was ist denn hier los? Die können die Bälle beliebig aufs Tor bringen und wir können das nicht. Umschaltspiel vielleicht. So. Ja. Das bringt sich gar nichts. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in aller Ruhe an. Messi ist ja leider verletzt. Kann natürlich vorkommen. So. Das gibt's nicht. Wir können uns da nicht durchsetzen. Das gibt's überhaupt nicht. Gar nicht. So, Hinterrecker, Hinterrecker. Wen spielt er jetzt an? Ibrakadabra. Ibrahimovic versucht sich hier durchzusetzen. Spielt den ab, spielt den ab. Und drin ist das Ding. Piszczek. Schnelle Kombination und die Leipziger werden hier ein bisschen durcheinander gespielt im Pokalspiel. Ist natürlich ein sehr spannendes Spiel. Und unser Pitch-Check trifft hier ganz schön. Jetzt müssen wir nur nachsetzen. 40 Minuten sind gespielt. Vielleicht können wir noch in der ersten Halbzeit das i-Tüpfelchen darauf aufsetzen, auf diesen Ausgleich. Achtung, Leipzig im Vorwärtsmarsch wieder. Die decken das relativ gut ab. Schönes Kombispiel, da ist ein wunderschöner Pass und die Baller ist auf und davon. Was macht er? Was? Das gibt's ja gar nicht. Der springt vom Torhüter an die Latte. Wahnsinnsspielzug, aber. Ja, und in der zweiten Halbzeit müssen wir unbedingt Gas geben, sonst kassieren wir das nächste Tor. Schön gemacht. So, kommt er vorbei. Ja, das hilft alles nichts. Schade. Doch. Schön weitergespielt. Ah, da steht wieder keiner. Machen die hier eine Viererkette oder was? Oder stellen sie sich einfach nur tief rein? Achtung. Und der Schiedsrichter beendet die erste Halbzeit. Sehr gut gemacht. Union Berlin. Die Baller wirkt etwas ermüdet. Haben wir da einen Stürmer mit? Nee, da haben wir keinen Stürmer mit. Sané Ibrahimovic könnte man da reinsetzen und werden die Flügel verstärken. Mit unserem jungen Talent Larsen. So. Ja, genau, der nimmt das so leicht ab, Timo Werner. Achtung, komm.
holen dir Fass. Oh, Wahnsinn. Sané, gut zusammengespielt. Schön. Schön weiter kombinieren. Super Pass in die Tiefe. Da ist Ibrahimovic. Der macht's aber nicht. Ha, Ibrakadabra. Ah, das gibt's auch nicht. Schade. So, Pisscheck. In der ersten Halbzeit ziemlich stark. Da stehen sie sich wieder gegenseitig im Weg. Das war wohl auch nix. Wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht in einen schnellen Konter geraten. Gut aufgepasst wieder vom Pisscheck. Der Ball kommt zurück. Super Pass auf Ibrahimovic. Probiert das Ibra jetzt selber. Ibra geht. Ibra geht. Zack. Und 2:1. Schönes Tor. Schönes Tor. Wer war's? Wer war's? Wer war's? Schürrle war's. Schauen wir uns noch einmal die Wiederholung an. Schönes Tor. Zum Zungeschnalzen. Und da ist das 2:1. Durch Schürrle. Gut durchgesetzt. Jetzt müssen die Herrschaften auch nachsetzen. Vielleicht können wir da dadurch mehr Räume ergattern. Schürrle wieder. Schönes Passspiel. Das war auch gut. Sané. Ah, schade. Oh, den hat er noch abgewehrt. Gulaschi. Und es eröffnen sich mehr Räume. Sowohl als auch für uns. Als auch für die Leipziger. Ibrakadabra. Schön gespielt. Und da ist wieder Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ah, es hat Keita gut durchschaut. Der ist übrigens sehr gut. Der würde mich auch sehr interessieren. So. Schade. Fürs defensive Mittelfeld. Und vielleicht kommt dann nach dieser Saison ein, was kommt da, eine Systemumstellung. Jetzt wieder, aber der Pass will nicht angenommen werden. Oh, da ist einer, auch nix. Schade, schade, schade. Jetzt müssen wir unbedingt Gas geben. Und Gulaschi. Normalerweise funktionieren die Schüsse aus dieser Distanz immer. Und die Verteidiger hier. Na. Gut gemacht. Da ist wieder Leroy Sané. Gut gespielt. Da steht einer drüben. Und da ist das 3:1 durch Piszczek. Der ist heute richtig gut drauf. Trifft sein zweites Tor. 3:1. Das heißt was. Ja. Und jetzt können wir richtig Dampf ablassen. Wir starten mit einem totalen Angriff. Außer die Leipziger werden hier sich versuchen zu wehren. Schönes Passspiel. Au, schade. Hm, guter Pass. Schüle, Götze. Wer ist das denn? Castro. Auf Leroy Sané wieder. Sané, denzelt er sich hier durch? Ja, das tut er. Oh, schade. Da hat Cooper ganz gut aufgepasst. Die stehen hinten eher dicht drinnen. Die müssten mal auch Gas geben.
Castro wird hier gestoppt, aber das ist dem Schiedsrichter egal. Da war ein Kuddelmuddel, ein kurzes. Cooper, und der verliert immer wieder den Ball. Das heißt, wir können da den Ball schön halten in den eigenen Reihen eigentlich. Schön gespielt. Und Castro, kann er sich durchsetzen? Ja. Schöne Flanke, aber die ist abgerissen. Richtig abgerissen. Meisterklasse gemacht. Achtung. Forsberg. Forsberg. Ui. Das wäre bitter gewesen. Achtung. Da ist noch nichts vorbei. Aha. Was denn hier los? Ja. Das ist auch sehr bitter. Wer war der Torschütze? Wer war der Torschütze? Ah, schade, schade. Eine Unachtsamkeit in der Abwehr und das ist. Na, wer ist es? Cooper ist es gewesen. Mit einem Tor. So. Dabei reden wir die ganze Zeit von einem Kombinationsspiel. Und damit müssen wir die Salt Leipziger. Boah, hast du denn? Nein. Da steht einer mitten im Weg. 85 Minuten gespielt. Sané. Schönes Zusammenspiel. Und sie stellen sich trotzdem hinten rein. Das war abseits. Trotzdem wechseln wir schnell. Sané ist komplett ausgelaugt. Mo auch. Und Dembélé kommt da auch noch rein. Man kommt da rein für Dembélé. So. Ibra kommt für Dembélé. Und Sané kommt auch rein. Moa für Ibrahimovic, so meinte ich das. Und Dembélé für Sané. So, vielleicht geht es jetzt schneller über die Außen. Schön. Oh, Ballverlust. Unübersichtlich. Oh, komm schon, Schiedsrichter, das gibt's gar nicht. Und Piszczek sieht hier die gelbe Karte. Der stärkste BVB-Spieler heute. Und jetzt noch eine Möglichkeit für den BVB. Ne, für BVB nach vorne meine ich. Wenn wir da schnell spielen. Schöner Pass. Der muss ankommen. Schade, ganz knapp. Für Emre Mor. Weiter Ausschuss und ja, war ein gutes Spiel. Die zwei Tore waren unnötig. Die zwei Gegentore. Schön gemacht. So. 0 zu 0 Bayer gegen Union Berlin. Die haben wahrscheinlich eine Verlängerung. Kann es sein? Nein, 0 zu 2. Na komm. Das nächste Spiel ist gegen Darmstadt und wir führen gegenüber dem FC Bayern. Monatliches Scouting-Update. 1 Million für diese Sache, auch nicht schlecht. Wow. Sind schon wieder frische Spieler hinein. Max Bruin. Könnte das ein neuer Messi sein? Spieler verpflichten. Max Bruin. Thomas van Leeuwen. Der schaut auch nicht schlecht aus. Und dann müssen wir wieder welche Spieler raushauen. Den haben wir raus. Servus Moser. Leandro Moser. Damit van Leeuwen rein kann. Hat relativ gute Werte, vor allem unsere Jugendmannschaft hat mit Sicherheit die besten Werte. Und wir wollten Messi zum besten Torjäger in der Liga machen, aber das wird sich, glaube ich, nicht ausgehen. Denn der wird lange Zeit fehlen, was natürlich sehr bitter ist. Transferbudget auch nur 11 Millionen.
Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Dortmund gegen Darmstadt und wieder auswärts. Und da können wir vielleicht die Punkte ausbauen. Köln ist übrigens Dritter, sehe ich gerade. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde des gepflegten FIFA-Footballs von Kerner Mediziner. Ciao, ciao.